Ich glaube, ich war eben gerade fast Opfer von einem Taschendiebstahl gewesen. Weil guck mal. Und zwar, hier habe ich gepennt. Naja gut, mein Schlafsack habe ich da zum Entlüften jetzt erstmal aufgehangen. Und heute Morgen bei Sonnenaufgang stand genau hier vorne ein Typ. Also der sah aus wie so ein Marokkaner, vielleicht Anfang 20 oder so. Und der stand da extrem lange. Und der hat mich auf jeden Fall gesehen, dass ich wach bin. Und ja, da stand er ganz lange, hat mich ganz lange beobachtet, ist dann nach da hingefahren. Also da hatte ein Fahrrad da gehört. Hat mich da ganz lange beobachtet. Und dann irgendwie da drüben. Der stand hier die ganze Zeit hier rum und hat mich beobachtet. Und da dachte ich, ich bleibe so lange wach, bis der wegfährt. Ja gut, dann ist er irgendwann weggefahren. Und genau, und dann habe ich mich dann halt eine Runde hingelegt. Nochmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden Schlaf nochmal nachgeholt. Und plötzlich merkte ich, dass irgendwas meinen Schlafsack berührt. Und ich bin daraufhin sofort aufgestanden. Und dann plötzlich stand genau dieser Typ genau hier vor mir. Und hier, ich hatte meinen Schlafsack geöffnet gehabt. Und zwar nicht geschlossen, weil sonst wäre es mir zu warm gewesen. Deswegen hatte ich den geöffnet gehabt, sodass man auch irgendwie da drunter greifen kann und in meine Hose rein. Und seine Hand war ganz nah hier an meiner Handytasche dran. Und ich bin dann sofort aufgesprungen. Er hat einfach nur gefragt, ob alles in Ordnung sei. Da stand er genau hier vorne und ich habe ihn auch überhaupt gar nicht gehört, weil er so geschlichen hat. Und erst so ungefähr eine Minute später, wo er schon längst weg war, habe ich mir Gedanken gemacht und erstmal realisiert, dass er mit Sicherheit mich nicht wecken wollte, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Weil es wird ja auch überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn er mich vorhin schon gesehen hat, dass ich kurz wach bin und so. Und dass der sich so extrem leise angeschlichen kam, dass ich den gar nicht gehört habe. Und dass der mit der Hand genau in diese Richtung, wo mein Handy ist, hingegriffen hat. Ich bin mir absolut total sicher, dass der mein Handy wollte. Oder Portemonnaie oder was weiß ich was. Ja gut, ich hatte nochmal nachgeschaut, zum Glück fehlt mir gar nichts. Und zum Glück war ich da nur im Halbschlaf, sodass ich das sehr schnell merken konnte. Beim Tiefschlaf würde ich gar nichts merken. Da könnte man mich anfassen, wie man will und ich bin so ein richtiger Tiefpenner. Wenn ich das sofort realisiert hätte, dass der an meine Tasche gehen wollte, dann wäre ich sofort aufgestanden und wäre auf ihn losgegangen. Auch wenn ich so ein richtig gewaltfreier Mensch bin, der alle Probleme und Konflikte immer mit Worten löst. Aber bei Thema beklaut zu werden, da geht das auf jeden Fall viel, viel zu weit. Da habe ich so eine richtig innerliche Wut und ich könnte sofort ausrasten. Aber so richtig. Man soll den in der Touring nicht beklauen. Aber prüfen, ob ich hier noch eine Nacht penne. Ich bin sehr gespannt drauf. Guck mal, diese fetzige Spinne gerade, die ist auf meinen Kopf gefallen. Oder zumindest war die auf meinen Kopf drauf gewesen. Keine Ahnung, was das für eine Art ist. Die sieht auf jeden Fall anders aus wie so eine Hauswinkelspinne oder sowas. Aber genau, der hier, den habe ich gerade auf meinen Kopf gefunden. Komisch, dass Spinnen immer wieder auf den Kopf drauf fallen müssen. So, das ist Helmut. Und ich habe drei Haare auf dem Kinn und ich bin eine Ziege. Wir laufen jetzt zu einer anderen Brücke hin, da wo das ruhiger ist. Aber bevor wir zu dieser Brücke hinlaufen, werden wir hier bei Lidl Pfand verkaufen und neues Bier kaufen gehen. Schön da rein. So, währenddessen die Kühlakkus gekühlt werden, trinken wir jetzt ein Wartebierchen. Geprost. Geprost. Ah!
So, der Helmut ist rausgekommen und der hat hier diese Kühltaschen, Kühlplastikteile, die wir da reingesteckt haben in dieser Kühltruhe, wieder rausgeholt, damit diese ganzen Biere gekühlt werden. Das hier für die Obdachlosen. Das ist für die Obdachlosen. Ein Mindestwein, genau. Und das ist genau. Kaltes Bier. Das ist gut. Ja. So, wir sind hier an dieser Brücke angekommen. Und das hier, das ist eine Wandfarbe. Und vor dieser Wandfarbe bauen wir uns gleich unsere Küche auf. Auf jeden Fall eine tolle Location, oder wie das heißt. So, der Tisch ist aufgebaut. Jetzt werden Zwiebeln angebraten. Der Rind ist sehr kreatinhaltig, das mag ich. Das riecht voll cool, ich mag das. Das ist unsere leckere Soße. Aber leider ohne Käse. So, jetzt wird hier Nudeln gekocht. Damit wir gleich diese komischen Kohlenhydrate oder wie die heißen, verschlingen können. Damit wir stark und fett werden. Das ist Fressen. Für jetzt. So, jetzt Fressen Start kommt. Schmeckt auf jeden Fall wieder voll cool, ich mag das. Das schmeckt wieder richtig geil. Du Scheiße. Und Helmuts zweite Portion liegt da mit Sand. Dieses Scheiß-Ding ist eingeklappt. Das ist eingeklappt. Aber wir haben auf jeden Fall noch ganz viel Nudeln. Ja. Die Soßen auch noch. Mit Bierresten drin, damit die schön bierig bleiben. Wir gelaufen jetzt zum Obdachlosencamp. Wir waren gerade beim Obdachlosencamp drin gewesen. Und wir haben den Weißwein geschenkt. Aber weil da nur einer da war, der irgendwie sehr, sehr müde war und der dann eingepennt ist, konnte ich das nicht dokumentieren. Und deswegen laufen wir weiter nach keine Ahnung wohin. So, ich habe hier meinen Tarp aufgespannt. Das ist richtig geil, dass ich den Tarp gestern aufgebaut habe. Weil guck mal, es hat so ein bisschen angefangen zu regnen. Es regnet draußen ein bisschen rum. Es ist ein ganz leichter Regen, aber gut, dass ich den hier aufgespannt habe. Ich werde hier so lange rumliegen, bis der Regen aufhört. Und ich habe hier eine richtige Kellerasselflechte, weil ich eine richtige Kellerassel bin. So, der Helmut ist angekommen. Er hat Frühstück mitgebracht. Frühstück wird gebraten. Frisches Geruch. So, Frühstück ist fertig. Ein gutes Frühstück. Voll fett Frühstück. So, wir haben gerade ganz fett gefrühstückt. Leute, guck mal hier. Guckt euch das mal an hier. Guckt mal. Das hier, das ist ein richtiger Vollfettbaum. Also ein Baum mit Fett dran. Mit Warzen und sowas. Ja, ein richtig ranziger, räudiger Bazillengesicht. Aber ich schaff das nicht, Bazillen rauszumachen, weil ich irgendwie nicht krank werde. Ich weiß nicht, wie das geht. Mein verschmierter Zug kommt an. Ich werde jetzt hier einsteigen. So, ich bin gerade in Osterbrück angekommen.
Und da drüben ist das hier, das ist dieser Bahnsteig. Und guck mal hier. Das hier, das ist mein Pennplatz. Hier hinter diesen, keine Ahnung, was das hier sein soll. Also mit den Betonklotzen, die hier sich stapeln. Genau, damit ich hier hoffentlich in Ruhe gelassen werde von irgendwelchen Leuten. Und genau hier, das hier, das ist mein Schlafplatz für heute. Die Güterzüge belästigen mich. Die fahren ja alle paar Minuten hier lang. Belästigt mich die ganze Zeit. Das ist richtig nervig. Ich will ein bisschen pennen. Ah, diese Züge, die belästigen. Ist auf jeden Fall eine krasse Location. Ich bin ein richtiger Überallpenner. Aber wisst ihr auch warum? Weil ich den ersten Zug verpasst habe, ich habe den verpennt und ich habe den zweiten Zug verpennt. Und jetzt wurde ich wach, weil das langsam anfängt zu regnen. Deswegen packe ich jetzt die Sachen und nehme jetzt den dritten Zug. Und mein Zug, da steht ja schon. Ich werde hier schon mal einsteigen.